Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky und der Michi. Und heute machen wir mal was ganz anderes. Heute redet die Becky und der Michi hält die Klappe. Das wird einigen Leuten wahrscheinlich sehr gut gefallen. Vor allen Dingen ihr. Nö, klappt eh nicht. Ja, ich befürchte auch. Also, wir stellen euch heute nämlich eine Buchreihe vor, die seit... Sag mal. So, es geht um die drei Bücher von Catherine Arden. Der Bär und die Nachtigall. Ich kann das auch halten. Okay. Dann halte ich die Klappe und die Bücher. Der erste Teil. Der zweite Teil ist Das Mädchen und der Winterkönig. So, und der dritte Teil ist Die Hexe und der Winterzauber. Hier, ihr seht, ich bin noch dran. Das hier ist mein Leseutensil für abends. So, und um die drei Bücher geht es heute. Ja. Und ich habe die Bücher nicht gelesen, habe von diesen Büchern auch keine Ahnung. Und deswegen wird die Becky euch jetzt erzählen, um was es da geht. Ja. Und ich würde dann gegebenenfalls den ein oder anderen Einwurf noch dazu bringen. Also es hat jetzt nichts mit irgendwie meiner Krankheit oder so zu tun, sondern falls mir irgendwas einfällt, was ich fragen würde, also jetzt an eurer Stelle, also ich nehme jetzt eure Position ein, das heißt ich... würde jetzt Fragen stellen. Ich rede einfach, fang an, ich bin still. Okay, also, in Der Bär und die Nachtigall geht es um das junge Mädchen Vasilisa. Ich habe ihren Nachnamen, ehrlich gesagt, nicht so drinne. Wladimirovic. Wladimirovic, genau. Entschuldige, wenn ich jetzt kurz einwerfe, das klingt jetzt nicht so wirklich Catherine Arden amerikanisch. Nee. Catherine Arden, da komme ich gleich noch drauf. Es geht um die junge Vasilisa, die mit ihrer Familie und mit ihrem Vater und mit ihrem Volk, sage ich jetzt mal so, in der russischen Einöde lebt. Ihr Vater ist der Statthalter, der Großgrundbesitzer. Es ist halt eben sein Dorf, seine kleine Stadt. Und sie hat das zweite Gesicht. Das heißt, sie sieht die Hausgeister in der Stadt und in ihrem Haus. Sie sieht die Naturgeister. Und im Gegensatz zu anderen hat sie da soweit keine Angst vor. Dadurch, dass sie sowieso ein sehr wildes und naturliebendes Mädchen ist, hat sie dann im Laufe der Zeit doch gelernt, mit diesen Wesen umzugehen. Und wieso hat sie das zweite Gesicht? Weil ihre Mutter auch schon diesbezüglich befähigt und... befähigt war halt. Gesegnet. Wie man es sehen will, genau. Sie, ja. Ganz genau. Und sie hat auch eine ganz besondere Verbindung zu einem gewissen Winterdämon, der da erstmal in den Märchen erwähnt wird, aber da halt eben auch sein Unwesen treibt, wie man es sehen möchte. So. Und die große Gefahr kommt dann eigentlich nicht von den Wald oder Natur und Hausgeistern, sondern von einem Priester, Batjuschka. Herrlich, die ganze Zeit schön russisch Batjuschka genannt von allen. Nikolai irgendwas. Nikonovic, genau. Konstantin Nikonovic, irgendwie sowas. Und da kommt halt eben die Heiden kommen dann mit dem religiösen normalen Glauben in Kontakt und damit schwinden dann auch die Naturgeister. Und es ist zwischen Vasilisa, genannt Vasya in den ganzen Büchern, und diesem Priester, es ist so eine Frollo-Esmeralda-Dynamik. So, und das sorgt für Gefahr halt eben in dem kleinen Dorf, inklusive dem jetzt durch irgendwelche Umständen entkommenen bösen Bruder des Winterdämons, nur genannt der Bär. So, deswegen auch der Bär. Die Nachtigall, so heißt das Pferd von Vasilisa. Solovey. Solovey, russisch für Nachtigall. Und Vasya kämpft dann halt eben gegen den Bären mit Hilfe des Winterdämons und auch gegen das Sterben der Geister halt, ne? Und ihr Vergessen. Und dementsprechend direkt, indirekt auch gegen den Priester. Das ist also quasi eine Art Fantasy-Märchen. Ja. Und spielt dann auch
In Russland. In längst vergangener Zeit. Ja, ja. Beziehungsweise, also nicht wirklich längst vergangene Zeit, sondern halt... Aber richtig in Russland, jetzt nicht in einer Gegend, die an Russland angelehnt ist, sondern... Nein. Okay. Genau. Mhm. Gut. So. Ja, die Bücher sind 2019, 20 und 21 in Deutschland erschienen und bauen aufeinander auf. Ja. So. Ja. Kann man die Bücher auch einzeln lesen? Ja, ja. Dann endet es. Es endet definitiv. Aber gerade im ersten Teil, ich habe die ganzen Figuren so lieb gewonnen und man möchte wissen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen am Schluss ist auch immer ein bestimmter Konflikt noch nicht gelöst. Genau. Also die Bücher bauen aufeinander auf. Das heißt, man muss sie schon der Reihe nach lesen, wie das halt auch bei Herr der Ringe und anderen Fortsetzungsbüchern so ist. Ja. Also kann man sie nicht einzeln, man kann sie der Reihe nach lesen, aber aufhören nach dem zweiten oder nach dem ersten. Ja, also ist jedes Buch eine in sich geschlossene Geschichte oder baut das aufeinander auf? Es gibt für jedes Buch gibt es einzelne Geschichten, aber die Entwicklung der Figuren bauen aufeinander auf. Mhm. So. Und du sagtest spannend. Sind jetzt hier auch Fantasy-Elemente drin, außer diesen Naturgeistern halt? Also, was weiß ich, Ritter, Drachen, Dämonen. Dämonen. Drachen nicht, Dämonen ja. Zauberpferde, also das fand ich super schön. Überhaupt das ganze Russland ist ja sehr, sehr pferdelastig, sage ich jetzt mal. Und gerade der erste Teil der Trilogie, Catherine Arden oder der deutsche Übersetzer Michael Pfingstl. Es ist, man spürt, man riecht, man hört, was da beschrieben ist. Man ist voll drinne. Es ist herrlich. Es ist wirklich so dermaßen bildlich und überwältigend geschrieben. Du brauchst nichts vorzulesen, das wird nicht klappen, weil das Gefühl, was während des Lesens entsteht. Wenn man jetzt anfängt, irgendeine Passage vorzulesen, hat man sowieso die eine Passage erwischt, wo es irgendwie nicht so passt. Aber wenn man das so durchliest, man spürt den Schnee, man hört, wie man dadurch durch das Gras, wenn es Sommer ist, geht. Man spürt das Prickeln der Sonne auf der Haut, wenn dann mal die Sonne scheint und es nicht schneit. Ansonsten spürt man den Schnee. Man hat beim Lesen wirklich kalte Finger. Das ist im ersten Band 1a. So. Dann im zweiten Band geht es darum, Vasya hat halt eben gekämpft, gewonnen und trotzdem verloren, weil durch das zweite Gesicht ist sie, auch wenn da das Volk immer noch irgendwo an Zauber und Geister und sowas glaubt, durch das Gift des Priesters, sage ich jetzt mal so, wird sie jetzt halt eben als Hexe verschrien, beziehungsweise von ihrem eigenen Stammvolk gemieden und geht dann halt eben weg von ihrem Zuhause, um ihre eigenen Leute auch irgendwo zu schützen, ihre Geschwister und all sowas, damit sie halt eben durch sie als Hexe nicht irgendwie in Gefahr bekommen. Sie verkleidet sich als Junge, weil zur damaligen Zeit ist es halt eben für alleinreisende Damen recht gefährlich und reist in der Gegend umher. Und gerät dann halt eben aufgrund ihrer Jugend und ihrer doch gut zu erkennenden Weiblichkeit in so manche Situationen, wo der Winterkönig sie dann, Winterdämon, dann halt eben doch, wo er ihr dann doch helfen muss. So. Sie, in dem Teil geht es auch darum, dass marodierende Räuberbanden andere Dörfer überfallen, brandschatzen und die Kinder entführen. Aber da halt eben auch nur die weiblichen. Und durch Zufall gerät sie dann halt eben mal an die und befreit ein paar Kinder. So. Und dadurch kommt dann ihr Vetter. Das ist diese ganzen Ränge nicht mehr, aber auf jeden Fall ihr Vetter ist der Chef vom damaligen Moskau. Ob jetzt König oder Kaiser, nee, nicht Kaiser, aber der Zar oder sowas. Nee, das nicht. Es wurde auf jeden Fall nicht der Zar genannt. Hinten im Buch ist so ein Glossar, da stehen die ganzen Sachen drin.
Aber das speichere ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ihr Vetter ist der Chef von Moskau. So. Und kommt dann halt eben auf den Helden zurück. Er weiß nicht, dass das Wasja ist. Und will dann natürlich auch wissen, wie hast du das gemacht, wo sind sie? Und der möchte ihn natürlich auch bekämpfen, weil das sind ja seine Leute, die da überfallen wurden. Ne? Und dahingehend ist sie dann plötzlich als verkleidetes Mädchen in Moskau. Und dadurch, dass sie sich nicht als Mädchen zu erkennen gibt, auch immer irgendwie in Gefahr, weil das ist ja dann Verrat an dem Chef. Großfürst. Kann es das sein? Ich weiß es nicht, kann sein. Ihr Bruder ist Mönch geworden. Der ist zusammen mit ihr großer Bruder und ihre große Schwester sind im ersten Teil schon, ich sag mal, aus der Geschichte ausgeschieden, weil er ist Mönch geworden. Er taucht im zweiten Teil wieder auf, als so eine Art Kampfmönch, sehr interessant. Und ihre Schwester ist nach Moskau verheiratet worden. Sie ist jetzt die Prinzessin von Serpuchow oder so ähnlich. Und dementsprechend trifft sie da auch wieder auf ihre Familie und bringt sie dadurch, dass sie ja dann als verkleidetes Mädchen unterwegs ist, auch wieder irgendwo in Gefahr. Und das passt ihr dann auch nicht. Der Held ist also quasi eine Frau. Ja. Spielen Männer in dem Buch überhaupt eine größere Rolle oder nur als Schurken? Nee. Also der Winterkönig ist natürlich auch männlich. Die Heldin ist natürlich Vasya. So, ihre Familie besteht aus Männern und Frauen. Ja, ich meine, hast du da männliche Identifikationsfiguren? Ja. Würdest du sagen, dass das Buch oder die Buchreihe eher für Männer oder für Frauen oder für alles geschrieben ist? Oh, kommt. Ich würde eher sagen für Frauen. So, haben wir da jetzt, das ist jetzt nicht klischeehaft gemeint, aber haben wir da jetzt auch irgendwie großartig Liebe, Romanze und sowas mit drin? Oder ist das mehr wirklich reine Fantasy, vielleicht auch ein bisschen Action? Fantasy, ja, Action ein bisschen, weil sie kämpfen schon. Es ist auch nicht unbedingt unblutig geschrieben. Es ist eine gewisse unterschwellige Romantik in allen drei Büchern da. Aber es ist jetzt keine reine Liebesgeschichte. Zum Glück nicht. Mhm. Ja. Männliche Identifikationsfiguren sind immer irgendwo zu erkennen. Mhm. Im ersten Band, würde ich sagen, ist die stärkste gute männliche Figur definitiv Vasjas Vater. Der versucht, seine Leute zu beschützen, aber auch die ganze Zeit zwischen den Stühlen sitzt. Ne? Ja, im zweiten Band, da gibt es ganz viele starke und auch gute männliche Charaktere. Der Kampfmönch zum Beispiel. Dann auch der ich muss gucken, wer das ist, mein Gott. Wie würdest du denn den Schreibstil bezeichnen? Ist der eher leicht oder eher ausschweifend? Oder, Der Schreibstil. Und da kommen wir jetzt zu dem, was mich am zweiten Teil gestört hat. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, im ersten Band wundervoll. Herrlich, toll. Im zweiten Band, im zweiten Band habe ich nach fünf Seiten geguckt, ob sich ob Catherine Arden noch selbst geschrieben hat oder ob der Übersetzer gewechselt hat, weil das kann ja auch manchmal sein. Das war bei Terry Pratchett zum Beispiel, wo Andreas Bantos ausgetauscht wurde. Ja. Oder auch Herr der Ringe. Mhm. Alte Übersetzung, neue Übersetzung, liegen ja Welten dazwischen, obwohl es das gleiche Buch ist. Ja. Also, natürlich der zweite Teil, der spielt mehr in der Stadt als im Wald. So. Ich habe mir nachher nur gedacht, vielleicht möchte man gar nicht so spüren, wie Vasya die Stadt oder die Städte empfindet. Weil sie spricht schon ein paar Mal davon, dass es in der Stadt eng ist, laut, stickig, der Gestank der Stadt und sowas und der Lärm. Und wenn sie sich da ein bisschen zurückgenommen hat in ihrer Bildhaftigkeit in der Beschreibung, dann bin ich ihr da ehrlich gesagt dann doch ein bisschen dankbar. So, weil im Endeffekt bin ich lieber auf einer schönen Blumenwiese oder in einem verschneiten Winterwald als im überlaufenden, überfüllten und vor ein paar Jahren doch noch von der Pest überfallenen Moskau. Mhm. Im alten Moskau. Alles noch aus Holz sozusagen. Ne? So. Also das stelle ich mir persönlich jetzt sehr interessant vor. Auch schon alleine davon, man hat ja Locations, die man eventuell kennt
oder zumindest sich vorstellen kann, aber dann halt in der Vergangenheit. Jetzt allerdings nicht wirklich in einer historischen Vergangenheit, sondern in einer Vergangenheit, die mit Zauberwesen, Dämonen und Fantasy-Elementen angereichert ist. Also quasi Fantasy-Elemente, die in die richtige Welt einbrechen, finde ich persönlich sehr interessant. Wie haben dir denn die Bücher überhaupt im Allgemeinen gefallen? Ich meine, du beißt dich ja nicht durch. Das sind 478 Seiten im zweiten Band und 430 im ersten. Und ich bin jetzt beim dritten Band auf Seite 331 von 500 und ein paar gequetschten, 525. Also die Bücher werden immer dicker. Ja. Und ich sag mal so, du beißt dich ja nicht durch rund 1500 Seiten durch, wenn dir das Buch nicht gefällt. Nein, natürlich nicht. Also du magst es schon, ja? Gefällt dir? Kannst du empfehlen? Ja, 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 definitiv. Also wer auf Märchen steht und sowas, ja, es ist jetzt nicht hier und dann lebt, ja, doch. Ein Happy Day Ever After haben wir hier nicht. Noch nicht. Ich bin ja noch nicht durch. Ich habe mir auch bis jetzt wirklich verkniffen, was ich normalerweise mache, aber haut mich nicht. Ich lese normalerweise, wenn ich ein Buch anfange, immer die letzte Seite zuerst. Und dann wurde Moriarty als Mörder hingerichtet. Verdammt! Hier habe ich das von Anfang an tunlichst vermieden und werde das auch jetzt beim dritten Teil nicht machen. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig. Wenn du jetzt sagst, sehr bildlich geschrieben, ich habe jetzt gerade auch mal hier so ganz kurz quer gelesen, wirklich schöne, einfache Sätze, jetzt will ich nicht sagen einfach für Kinder oder so, also jetzt nicht vergleichbar mit anderen einfachen, nehmen wir Harry Potter als Beispiel, das lesen ja viele Erwachsene, ist aber letzten Endes doch so geschrieben, dass es für Kinder und Jugendliche auch verständlich ist, würde ich jetzt hier nicht sagen, sind schon teilweise etwas ausschweifendere Sätze, aber letzten Endes doch sehr gut verständlich. Und du sagst bildlich geschrieben, könnte man das auch gut auf die Leinwand oder als Serie ins Fernsehen bringen? Ja? Ja. Wäre schön? Ja. Ja. Ja, wer weiß. Also vielleicht haben wir hier das nächste Rad der Zeit stehen oder was? Ich finde das nicht. Irgendwer wird gerade angerufen. Ja, vielleicht haben wir hier das nächste Rad der Zeit stehen oder irgendwas, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bisher 3 Bände erschienen im Heine Verlag. Mhm. So, die kosten 16,99 € und 16,99 € und der wahrscheinlich auch, ne? Und 16,99 €. Wer hätte es gedacht? Sag also, mal den Buchrücken bitte, aber dann in der richtigen Reihenfolge. Ja. Der die Nachtigall ist. Nein. Ja, was meinst du das hier? Genau, aber pack die beiden Ach, zusammen. Die gehören zusammen, oder? Ja, andersrum. Natürlich. Ach, guck mal, das gibt ein Bildchen oben. Genau. Das ist ja toll. Genau. Und so jetzt, wie beim lustigen Taschenbuch, das ist so mehr meine Literatur. Und jetzt hier beim dritten Band, Die Hexe und der Winterzauber. Ja. Man sieht, das ist separat, aber ich finde, da fehlt ein Stück von der Feder vom Feuervogel. Meinst doch nicht etwa, dass da noch ein vierter Band kommt? Ich würde es hoffen, aber es steht bisher immer nur was von der Trilogie. Naja, gut, sagen wir mal so. Mhm. George R.R. Martin ist uns ja auch noch so ein Schluss von dem einen oder anderen unwichtigen Romanreihe schuldig. Wer weiß, was da kommt. Oder Stephen King hat sich beim Dunklen Turm ja auch zwischen Band 4 und 5 oder war es zwischen 3 und 4 ein paar Jahrzehnte Zeit gelassen. Ja. Aber ich sag mal, wenn die hier jetzt so im Abstand von jeweils einem Jahr rauskamen, werden wir ja bald wissen, ob es weitergeht. Mhm. So, Der dritte Teil, da habe ich noch gar nichts drüber gesagt. Ach so, ich weiß nicht. Dann sag doch mal. Das ist ja dein Video. Naja, also ich sag mal, im dritten Teil geht es natürlich so weit weiter. Das, was passieren muss, passiert. Sie wird als Mädchen erkannt und auch als Hexe verschrien. Und ich muss sagen, am Anfang musste ich echt schlucken, weil dann doch ein paar Sachen passieren, wo ich mir gewünscht habe, dass sie nicht passieren. Okay. So, aber dann wird es im dritten Band wieder in der Hinsicht fantastisch. Moskau hat, weil es eine Stadt ist, weniger Naturgeister als Hausgeister. Aber weil in Moskau die Religion den Glauben abgelöst hat, sind in Moskau die Hausgeister ganz besonders schwach. So. Ach so, du meinst der ursprüngliche Glauben sowie Heidentum durch Religionen abgelöst, die quasi vor. Also, ganz genau. Ja, okay, so. Weil Glauben und Religion sind ja zwei Paar Schuhe. Ganz genau. Alles klar. Und im dritten Band muss sie halt eben muss sie jetzt nicht nur aus ihrer eigenen Stadt fliehen, sondern sie muss aus Moskau fliehen und erreicht dann
eine Zwischenwelt, die nur von Naturgeistern wimmelt. Und im dritten Band geht es wirklich nur um Krieg. Und da geht es um den Kampf der Naturgeister, um ihr eigenes Bestehen und um das, um den Glauben der Menschen an sie. Und auch um den Kampf zwischen dem Bären und dem Winterkönig, zwischen zwei Brüdern. So, und es ist immer noch der Priester dabei, der da auch seine Finger überall mit dem Spiel hat. Und es, also der dritte, im dritten Band geht es extremst ab. Was ich mich jetzt frage, wenn wir hier mehrere Figuren haben, mit denen man mitfiebert, muss man um die Figuren Angst haben? Teilweise. Ist diese Angst berechtigt, ohne dass da jetzt groß gespoilert wird? Teilweise. Aber es ist nicht so inflationär gestorben worden wie in... Ja, okay, das ist ja auch sowas. Ja, also Game of Thrones, ich habe das gelesen und ich sage, schon wieder einer kaputt. Ich meine, hätte ich gewusst, dass Sean Bean die Rolle spielt, wäre es klar gewesen. Aber so viele Rollen kann Sean Bean ja gar nicht spielen, wie bei Game of Thrones über den Jordan gegangen ist. Gut, ja, also... Was ich, was ich drollig finde, ist die englischen Titel und die deutschen Titel. Gut, Der Bär und die Nachtigall, The Bear and the Nightingale, passt. Ja, aber, ich würde sagen, ist ja im Deutschen ähnlich. Aber Das Mädchen und der Winterkönig, the Girl in the Tower, das, als ich das gelesen habe, The Girl in the Tower passt auf dreierlei Arten, mehr sage ich nicht. Ja, und Die Hexe und der Winterzauber, The Winter of the Witch. Okay. Ja gut, aber aus The Gunslinger wurde ja auch schwarz. Ich bin nicht immer Fan von deutschen Titeln. Weder in Büchern noch in Filmen. Ja, so. Wobei viel schlimmer finde ich es, wenn englische Titel mit anderen englischen Titeln übersetzt werden. Ja. Das ist dann ja totaler Mumpitz. Aber das gehört ja auch gar nicht hierher. Ja, Catherine Arden, die Winterkönig Trilogie oder genau. Die Winterkönig-Reihe in bislang drei Bänden, nochmal kurz erschienen im Heine Verlag. Übrigens herzlichen lieben Dank an den Heine Verlag für die zur Verfügungstellung dieser Rezensionsexemplare. Dankeschön. Die haben wir nämlich von denen bekommen, damit wir sie hier besprechen können. Und ich hoffe, diese Besprechung hat euch gefallen. Ich greife jetzt vor, war das so was fertig? Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über Catherine Arden sagen, weil das finde ich auch so witzig. Geboren ist die Autorin in Austin, Texas. Ich lese einfach mal vor, was hier hinten steht. Studierte französische und russische Literatur im Middlebury College in Vermont und verbrachte ein Auslandssemester in Moskau. Nach ihrem Abschluss lebte sie auf der hawaiianischen Insel Maui und in Briancon in Frankreich. Ach doch, Briancon, okay. Während dieser Zeit arbeitete sie auf einer Farm und als Englischlehrerin und unternahm ihre ersten Schreibversuche mit ihrem Debütroman Der Bär und die Nachtigall gelang ihr auf Anhieb ein Riesenerfolg. Die Autorin lebt und arbeitet in Vermont. Also ich finde das cool, wie ein Amerikaner doch sich außerhalb des eigenen Dunstkreises, sprich des eigenen Kontinents, bewegen kann. Ja, das ist auf jeden Fall, weil der Amerikaner, die denken ja, alles was hier leben, Drachen. Obwohl, das ist ja, wird ja quasi... Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr plump ausgedrückt, aber mir hat gefallen, dass die Autorin doch so offengeistig und so weit denkend ist. Ja, wobei dann auch die Frage so ein bisschen im Raum steht, wenn eine Amerikanerin über Russland schreibt oder über russische Folklore, russische Märchenfiguren, ob das nicht leicht ins Klischeehafte abdriftet und vielleicht sogar ein bisschen diffamierend dargestellt wird. Das hätte in die Hose gehen können, wenn sie selbst nicht ein Jahr in Moskau gelebt hätte. Ich sag mal, selbst dann hätte man ja sagen können, war alles scheiße hier, haben den ganzen Tag nur Sauerkraut gefressen. Aber dieses Mädchen oder diese junge Frau ist dafür in meinen Augen schon zu weit rumgekommen, um sich dann halt eben doch noch außerhalb eines normalen Cluburlaubes in einem Land zu bewegen. Auch geistig, sage ich jetzt mal so. Ne? Steht jetzt auch nur geboren in Austin, Texas und nicht wann. Das wäre vielleicht auch noch hier, so eine 20-Jährige. So, das war unser Zeichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Entschuldigt bitte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.